Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Kevins Tagu. Wir schauen uns heute den Dresdner Hauptbahnhof an dem Bahnhof Dresden-Neustadt am 10.07.2019 an. Nachdem wir den RE31 bei der Ausfahrt beobachtet haben, schauen wir mal, wie es bei der Baustelle vorangeht. Nachdem der Wagen vollgeladen wurde, zieht Dieselok den Wagen jetzt auf ein anderes Gleis. Jetzt kommen wir zu den ersten beiden Videozügen. Erst Baureihe 386 von, dann die Baureihe 386 von der Ruhrtalbahn. Gleich hinterher kam eine Knödelpresse mit Kesselwagen.
Dann kommen wir auch schon zum letzten Güterzug vom Dresdner Hauptbahnhof. Der Zug ist mit einer 386 wie beim ersten Güterzug bespannt. Als wir in Dresden-Neustadt ankamen, kam auch gleich schon der erste Güterzug. Der ist mit einer Baureihe 285 vom Kap Dren bespannt. Eine schnelle Baureihe 218. Sie war so schnell, dass ich sie kaum drauf bekommen habe. Dann kommen wir auch schon zu zwei ICEs. Und wer kennt's nicht, Baureihe 386 auch in Dresden-Neustadt, hier mit einem Containerüberzug. Hier könnt ihr sehen, wie die S1 nach Meißen von Dresden-Neustadt herausfährt. Das ist nicht derselbe Zug, wie ihr gerade eben auf dem Bild gesehen habt. Jetzt noch einmal in Richtung Bad Schandau. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt.
Schaut euch auch gerne die anderen Videos an, sie sind sehr interessant. Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Kevin. Thank you.